Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Mein Name ist Andreas Schulz und ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Es knistert in der Luft, in der Atmosphäre, im Geistlichen hat es angefangen zu knistern und überall sind Funken und es braucht den Atem Gottes, damit dieser weht und diese Funken anfangen in lodernden Flammen aufzugehen. Und ich möchte euch in diesem Video ermutigen. Ich habe ein Zeugnis die letzten Tage gehört, was mich wirklich von den Socken gehauen hat. Es hat mich sowas von berührt. Und da geht es um ein Zeugnis, das nicht irgendwo in Afrika passiert ist. Nicht in Amerika, in Südamerika, in Asien, sondern hier in Europa, in Deutschland. Ich habe die letzten Tage mit jemandem telefoniert, die haben ein kleines Gebetshaus vor ein paar Jahren gegründet und treffen sich regelmäßig. Es ist eine relativ kleine Gruppe von Leuten mit, ich glaube, 7 oder 9 oder sowas im Kernteam und dann sind es mal ein paar mehr, dann sind es mal 15, 20 Leute, die zu ihren Treffen kommen und manchmal sind es vielleicht auch nur 5, die zusammenkommen, um Gott die Ehre zu geben und um ihn anzubeten. Und sie hatten jetzt letzten Samstag tatsächlich hatten sie einen Gastredner, einen Gastsprecher zu Besuch. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werde ich den Namen nicht nennen, aber das tut auch nicht zur Sache, sondern es geht darum, was Gott tut, was er tut. Und da geht es nicht um die Person, sondern es geht letzten Endes um Gott die Ehre zu geben. Und das möchte ich mit diesem Video tun. Also, sie hatten jemanden zu Besuch und sie waren in der Anbetung. Und sie haben Gott angebetet, ganz viel prophetisch, freie Anbetung. Es war eine total schöne Atmosphäre. Und irgendwann ist ihnen aufgefallen, dass dieser Gastsprecher sich nicht mehr bewegt. Und dann haben sie ihn angefasst und er war schon kalt. Und dann haben sie gemerkt, er ist tot, er ist nicht mehr da. Und dann fingen sie an zu beten und sie haben gebetet für Auferweckung und für ein Wunder und dass Gott da einfach reinkommt, weil ich meine, während der Anbetung, dass da jemand stirbt, ist nicht unbedingt jetzt eine gute Reputation, wie man so schön im Englischen sagt, also ein gutes Zeugnis, das weiterzugeben. Und sie haben gebetet und haben gebetet und haben nicht aufgehört zu beten und er wurde immer kälter. Er war wirklich leblos, kein Puls mehr und er wurde immer kälter. Es war kein Leben mehr in ihm. Und sie haben gesagt, nein, das erlauben wir nicht hier in diesem Haus. Wir beten weiter, dass Gott Wunder tut, denn Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und sie haben daran festgehalten und haben über eine Stunde für diesen Mann gebetet. Und plötzlich kam er wieder zurück. Und er ist wieder von den Toten auferweckt worden. Und mich hat das total berührt, ja, die waren total außer Häuschen. Tatsächlich hat dieser Mann das schon 2-3 Mal selber erlebt, nach dem Herzinfarkt, dass er im Himmel war und erzählt darüber auch, was er alles erlebt. Und er sagte, er versteht es nicht, er würde so gerne da sein. Er hatte erzählt, er war schon auf dem Weg in den Himmel, Aber Gott hat es nicht zugelassen. Gott hat ihn wieder zurückgeholt durch die Gebete, die dort versammelt waren. Und mich hat das total ermutigt. Ja? Das sind Geschichten, die hören wir sonst irgendwo in Afrika, irgendwo vielleicht in Amerika, irgendwo auf der Welt, aber doch nicht in Deutschland. Und ich sage euch, das sind Leute, die kennt bis jetzt niemand. Die kennt bis jetzt, Halleluja, die kennt bis jetzt niemand. Aber genau darum geht es. Gott will und gießt seinen Geist neu auf sein Volk aus. Auf die Leute, die hungrig sind, die leidenschaftlich sind, die umkehren, die anfangen, einen Lebensstil zu leben, ihm zur Ehre. Und ich möchte euch mit diesem Video ermutigen, dass auch du übernatürliche Zeichen und Wunder sehen kannst in deinem Leben. Wenn du anfängst in die Anbetung und von Anbetung, wenn ich von Anbetung spreche, dann spreche ich nicht nur von Musik und Liederspielen, sondern dein Leben soll ein lebendiges Opfer, soll eine lebendige Anbetung sein. Mit all dem, was du tust, sollen wir ihn anbeten. Mit den Worten, die wir sagen, mit dem Umgang,
Das ist so ein Punkt, da arbeitet Gott an mir auch ganz viel. Vor allem, wenn ich erschöpft bin, wenn ich müde bin, wenn ich gestresst bin, wenn ich herausgefordert bin und dann noch gewisse Dinge mit den Kindern, mit meiner Frau kommen, oh, da merke ich, in mir kommt etwas, was nicht sanftmütig und demütig ist. Aber das Herz, und es ist in Ordnung, ja, es ist mehr oder weniger in Ordnung, aber wir werden alle mal fallen, wir werden alle mal Dinge tun, die nicht in Ordnung sind. Die Frage ist, wie gehen wir dann damit um? Und mein Herz ist es, ich gehe in mein Zimmer und sage, Herr, ich gehe auf meine Knie und sage, Vater, du siehst, hier sind Dinge in meinem Leben. Ich will diese Dinge nicht tun. Ich bete, dass du da reinkommst. Ich bitte dich um Vergebung für Negativität, für falsche Worte, für Dinge, die ich gesagt habe, wo ich meine Mitmenschen verletzt habe, wo ich aus Emotionen heraus reagiert habe und nicht aus deiner Liebe. Herr, ich bitte dich um Vergebung. Ich tue Buße und ich danke dir, dass du mich füllst und fange an, ihn anzubeten. Fange an, mich nach ihm auszustrecken. Und ich glaube und bin überzeugt davon, dass wir solche Dinge, die wie Totenerweckung, wie Heilung, wie Zeichen und Wunder in unserem Umfeld immer mehr erleben werden, wenn wir anfangen, wirklich in sein Herz hineinzugehen. Es geht hier nicht um Werke. Ja? Es geht nicht darum, dass du etwas erarbeiten sollst und kannst, damit Gott sich dann in deinem Leben zeigt, sondern es geht um Beziehung, es geht um Intimität, es geht um Leidenschaft. Ja, und da, wo du intim wirst mit Gott, wo du intim wirst mit ihm, in sein Herz hineinkommst, in ihn hineintrittst, ja, die Bibel sagt, da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, dass wir in ihn hineingehen müssen, ihn anziehen wie ein Mantel, ja, dass er uns kleidet. Und nicht mehr wir uns kleiden mit den Dingen, die wir tun. Also geht es nicht um Werke, aber es geht um Liebe und um Intimität. Und das, die Bibel spricht immer wieder als ja, die Familie ja, oder die Ehe. Braut und Bräutigam, Vater und Tochter und Sohn. Das sind so die Beispiele, worüber die Bibel spricht. Und genau das ist der Punkt, wo es um Beziehung geht. Ja, um Intimität, wo Vertrauen da ist. Und es gibt zwei Fragen, die ich uns sozusagen heute Morgen stelle, ist einmal, vertraust du Gott? Vertraust du Gott wirklich? Und die andere Frage ist, kann Gott dir vertrauen? Und wenn du eine der beiden Fragen oder beide mit Nein beantwortest, dann wird es Zeit, dass wir anfangen, sein Herz neu zu suchen und in diese Intimität hineingehen. Das war das eine Zeugnis, was ich gehört habe. Ich werde noch ein zweites und dann abschließen, sonst wird das Video wieder zu lang. Ich habe auch mit einem jungen Mann telefoniert. Die haben eine neue Gemeinde gegründet vor einiger Zeit, haben einfach auf dem Herzen gehabt, sich zu treffen und Gott anzubeten. Und sie hatten keine Technik und eigentlich nichts, um irgendwo vernünftig auch mal Musik spielen zu können. Und er hatte dann den Impuls, er soll einfach mal abends bei eBay Kleinanzeigen reinschreiben, wer hat eine Anlage zu verschenken, eine PA-Anlage. Ich habe sowas ja auch schon gemacht, ja, einfach mal zu gucken, wer verschenkt irgendetwas. In der Regel habe ich noch nie eine Antwort darauf bekommen. Und dieser junge Mann, der hatte einfach im Geist empfunden, ich soll hier eine Anzeige machen, wer hat eine PA-Anlage zu verschenken. Und hat das bei eBay Kleinanzeigen reingestellt und am gleichen Abend meldet sich jemand aus seiner Stadt, der eine Anlage zu verschenken hat. Der gesagt hat, hey, ich habe das gelesen, ich bin auch Christ und ich möchte euch unterstützen und hat ihm eine PA-Anlage der Gemeinde geschenkt, die heute noch funktioniert, mit der ich selber schon gespielt habe oder genutzt habe. Und wenn wir anfangen, wirklich in diese Sensibilität des Heiligen Geistes, in seine Kinder hören seine Stimmen, seine Kinder hören seine Stimme. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir neu unsere Ohren spitzen, dass wir neu unsere Sinne schärfen, unsere Augen schärfen, geistlich in der Beziehung zu ihm hin
Denn er will sich offenbaren. Er möchte sich dir zeigen. Er möchte, es liegt nicht an ihm, dass du ihn nicht hörst. Er spricht die ganze Zeit. Er ist am Sprechen. Aber wir haben so viele Dinge, die in unserem geistlich uns im Weg stehen. Wir füllen uns mit so viel Müll und Schrott. Das wird ein anderes Video, da will ich jetzt nicht zu weit drauf eingehen, aber es hat viel damit zu tun, ob wir uns ihm wirklich hingeben oder ob wir einfach nur sagen, ja, Jesus, ich packe ihn mal so mit in mein Leben hinein, aber nicht wirklich mit ihm und für ihn leben, dass er das Ein und Alles ist in unserem Leben. Ich möchte euch ermutigen mit diesem Video. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Ich höre hier gerade im Hintergrund Musik von uns selber, prophetisch. So viel Wunder. Er tut Wunder, so viel Wunder. Und ich glaube, das passt total zu diesem Video. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Und wenn du ein Wunder in deinem Leben brauchst, wenn du ein Wunder in deinem Leben benötigst und du merkst, du bist niedergeschlagen, entweder sei es körperlicher Natur oder seelischer Natur, er ist ein Gott, der Wunder tut und der heute genauso stark und mächtig ist wie noch vor 2000 Jahren. Halleluja! Und ich möchte dich mit diesem Video ermutigen. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Jesus, dass dein Blut nach wie vor genauso stark ist wie noch vor 2000 Jahren. Dass es nicht an Kraft verloren hat. Und ich danke dir für hungrige Herzen, für mehr Leidenschaft, die du ausgießt in die Herzen von den Leuten, die hier zuhören und in ganz Deutschland. Dass du Herzen zum Brennen bringst, dir nachzufolgen. Und ich danke dir für Heilungen. Ich danke dir und ich bete jetzt für meine Zuhörerschaft, dass du Heilungen schenkst, dass du Zeichen und Wunder in ihrem Leben bewirkst. Ich danke dir für offene Ohren, für offene Augen, für offene Sinne, dass sie anfangen, dich zu hören und dich zu sehen. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Halleluja. Amen.